Hör auf, Zäpfchen immer noch falsch herum reinzustecken. Hi, ich bin Kinderarzt und ich erkläre dir jetzt, was an dieser Sache dran ist. Wenn du dir das Zäpfchen genauer anguckst, dann hat es eine spitze und eine stumpfe Seite. Wahrscheinlich gehörst du auch zu dem Team Torpedotechnik. Spitze Seite voraus. Klingt ja irgendwie erstmal natürlich. Aber ist das überhaupt richtig? Da hilft uns doch bestimmt der Beipackzettel, oder? Ne. Und jetzt kommt der Lifehack. Wir müssen das Ganze umdrehen. So herum, der stumpfen Seite zuerst und die spitze Seite nach hinten. Klingt erstmal total komisch, aber die Erklärung macht Sinn. Die Form des Zäpfchens hat nämlich nichts mit einem Torpedo zu tun, sondern ist der Anatomie des Darmes nachempfunden. Wie du in der Abbildung unten siehst, wird der Darm nach hinten immer spitzer, bis zum Schließmuskel. Und genau so sieht das Zäpfchen auch aus. Dadurch sinkt das Risiko, dass das Zäpfchen wieder rausgedrückt wird. Jetzt verrat mir, wie hast du das denn immer bisher gemacht? Schreib's doch gerne in die Kommentare.